Willkommen zurück im Stream von Jugendhakt in Berlin. Wir machen weiter mit unseren Lightning Talks. 9 Stück haben wir noch bis ungefähr 18 Uhr. Wir fangen mit Steffi an. Steffi ist von der Naturfreunde Jugend Deutschlands, ist hier einer unserer PartnerInnen auf dem Event. Ihr Talk geht um die eigene Klimabilanz. Also die Frage, kann man eigentlich noch guten Gewissens verreisen? Müssen wir jetzt alle zu Hause bleiben? Du kümmerst dich auch bei der Naturfreunde Jugend darum, Digitalisierung und Technik und Internet zusammenzudenken. Digitalisierung, das ist ja eigentlich genau das, was wir hier machen. Deshalb passt das auch so gut und ich freue mich sehr, dass du da bist und auf deinen Talk. Danke. bei mir geht es darum, wie ego ist das denn? Nachhaltiger Tourismus und die Messbarkeit von Nachhaltigkeit. Ich bin die Steffi Pinzel von der Naturfreunde Jugend Deutschlands. Herzlich willkommen. So, vielleicht erstmal eine ganz kleine Reise in die Vergangenheit. Die Naturfreunde, die wurden 1895 als Teil der Arbeiterbewegung in Österreich gegründet, aus der Idee heraus, den arbeitenden Menschen den Zugang zur Natur zu erschließen. Und die Naturfreunde Jugend, die wurde dann 1926 als eigenständiger Jugendverband gegründet. Und inzwischen haben die Naturfreunde international 500.000 Mitglieder und das in 48 Ländern. Ja, und nachhaltiges Reisen und Natursport, das sind schon lange ganz wichtige Themen des Verbandes. Wir bieten Kinder- und Jugendfreizeiten, Zeltlager, Reisen im In- und Ausland und internationale Jugendbegegnungen an, auch die Ausbildungen und zum Beispiel im Wassersport, Klettern und im Schneesport sind ganz interessante Angebote. Vielleicht kennt ihr das schon. Und das gibt es zum Beispiel über die Ortsgruppen, aber auch über die Landesverbände und eben von uns, dem Bundesverband, der Bundesgeschäftsstelle gibt es das. Vielleicht kennt ihr auch schon die Naturfreunde Häuser. Das sind über 400 Stück. Da kann man privat rein und Urlaub machen oder man kann das eben auch, wenn unsere Veranstaltungen dort stattfinden. Ja, und wie kommen wir jetzt als Naturfreunde Jugend zu Jugend Hackt? In unserer Workshop-Reihe Smarter Wandel, da wollen wir eben die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammendenken und so kam dann auch diese Kooperation hier zustande. Und falls euch das genauer interessiert, in 3 Wochen treffen wir uns in Berlin eben zum Workshop Politik im digitalen Raum. Und nächstes Jahr im Januar geht es dann bei einem eigenen kleinen Hackathon zum nachhaltigen Reisen eben auch nochmal ein bisschen länger um dieses Thema. Und dann nächstes Jahr im März haben wir eine Transformationsakademie als große Abschlussveranstaltung dieser Workshop-Reihe im Naturfreundehaus in Hannover, wo wir dann ein Wochenende ganz vollgepackt haben mit vielen Workshops, wo wir uns dann nochmal ein bisschen genauer mit den ganzen Digi-Themen und Öko-Themen auseinandersetzen. So, mehr dazu findet ihr natürlich bei uns online auf der Homepage. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, jetzt wisst ihr, wer die Naturfreunde-Jugend sind und jetzt wollen wir uns vielleicht nochmal ein bisschen genauer angucken, was ist denn nachhaltiger Tourismus? Ist Nachhaltigkeit überhaupt messbar und was hat das eigentlich mit mir oder mit euch zu tun? Ja, wenn man sich aktuelle Trends anschaut, dann entwickelt sich Tourismus nicht unbedingt nachhaltig. Jedes Jahr sind weltweit immer mehr Touristen und Touristinnen unterwegs. 2014 waren das 1,1 Milliarden Menschen. 2030 sollen es sogar laut Welttourismusorganisation, Moment, na, 1,8 Milliarden sein. So, also wird immer mehr. Ja, und damit gehen natürlich viele ökologische Probleme einher. Ganz klar, das ist jetzt keine große Neuigkeit vielleicht, der Klimawandel. Die Menschen reisen immer häufiger und immer weiter. Der weltweite Flugverkehr stieg 2009 bis 2018 um fast 80% an, von 2,5 auf 4,4 Milliarden beförderten Passagieren. Das sind Urlaubs- und Geschäftsreisen zusammen. Und damit ist der Flugverkehr für ungefähr 5% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich, trägt also ganz erheblich zum Klimawandel bei. Und bis 2050 könnte dieser Anteil noch auf 22% ansteigen. Das ist eine Studie vom Europäischen Parlament. Ja, ein weiteres Problem, das betrifft die biologische Vielfalt, also die Biodiversität. Auf der Erde nimmt diese ganz rapide ab. Täglich sterben 130 Arten aus.
Und in den letzten 50 Jahren hat sich eben der Zustand ganz vieler Ökosysteme ganz stark verschlechtert. Dafür ist eben auch der Tourismus mitverantwortlich. Und das ist zum Beispiel so, wenn wir uns angucken, wenn Hotels und Straßen, also die Infrastruktur für den Tourismus gebaut werden, oder auch wenn Wasserverbrauch und Wasserverschmutzung in den touristischen Gegenden weiter zunehmen, aber auch, weil der Tourismus einfach in Gegenden stattfindet, die ganz sensible Ökosysteme haben. Also zum Beispiel, wenn wir in Korallenriffen tauchen gehen, eben an der Küste oder auch in den Bergen Urlaub machen. Ja, und dann ist es so, dass die Menschen, die für uns in touristischen Gebieten arbeiten, nicht immer unter den schönsten Arbeitsbedingungen das tun. Weltweit hängt jeder 11. Arbeitsplatz vom Tourismus ab, und diese rund 280 Millionen Jobs finden oft unter prekären Arbeitsbedingungen statt oder sind eben stark geprägt von Saisonalität. Das heißt, viele sind im sogenannten informellen Sektor angesiedelt. Das heißt, dass sie zum Beispiel ohne Vertrag angestellt sind oder eben auch jegliche Rechtssicherheit dadurch fehlt. Das heißt, wichtige Fragen, die wir uns stellen sollten, wären: Wie kann die lokale Bevölkerung in den Urlaubsregionen wirklich langfristig von touristischen Angeboten profitieren? Oder auch, wie können Abhängigkeiten und soziale Konflikte entschärft werden? So, und der kulturelle Austausch ist ein weiteres Problem oder ein weiterer wichtiger Faktor in dem Zusammenhang. Vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn ihr selber im Urlaub seid. Verantwortliche unterstreichen das zwar oft, dass Tourismus den kulturellen Austausch ermöglicht, aber tatsächlich ist es ja so, dass Massentourismus vielleicht eher arm interkulturellen, authentischen Begegnungen und Erfahrungen ist. Und in einer globalisierten Welt ähneln sich die Angebote dann doch immer mehr. Lokale Besonderheiten werden vielleicht immer weniger betont und können sich gar nicht so sehr entfalten. Urlaubsziele werden eher zu solchen To-Do-Listen, die man vielleicht abhakt. So, dann, um zu verstehen, wie komplex nachhaltiger Tourismus ist und sein kann, helfen uns vielleicht die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die sogenannten SDGs, Sustainable Development Goals, weiter. Die haben die Vereinten Nationen als Teil der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung sich ausgedacht. Und darin bekennt sich eben die internationale Staatengemeinschaft dazu, eine gerechtere und nachhaltigere Welt zu entwickeln oder zu verwirklichen. Und daraus folgt, dass eben die wirtschaftliche Entwicklung des Tourismussektors, der ja sehr boomt, nur unter der Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Standards stattfinden kann und soll. Ja, und auf Grundlage dieser Überlegungen kann man dann eben eine sehr umfassende Definition von nachhaltigem Tourismus sich überlegen. Nachhaltiger Tourismus ist dann ein fairer, zukunftsorientierter, verantwortlicher Tourismus, der einnahmengerecht verteilt, der natürliche Ressourcen schont, der Reisende und Mitarbeitende für nachhaltiges Handeln begeistert, der ihnen Freude, Naturerlebnisse, ein Gemeinschaftsgefühl, die Lust auf einen nachhaltigen Lebensstil vermittelt und ganz wichtig, dies eben nicht nur als Nischenprodukt, sondern als Grundlage jeglicher touristischer Entwicklung. Also das bedeutet, jetzt gibt es ja auch schon nachhaltigen Tourismus, aber eben eher so als, ja, als so ein Extra-Ding für die, die sich's leisten können und wollen, aber eben nicht für alle. So, jetzt wissen wir total gut Bescheid, was nachhaltiger Tourismus ist, aber ist der denn auch messbar? Wenn ich so frage, ja, aber wie? Da gibt es drei Instrumente, die ich mitgebracht habe. Es gibt bestimmt auch noch viel mehr. Und das sind zum einen der Klimafußabdruck des WWF, der basiert auf der CO2-Freisetzung. Dann der Wasserfußabdruck, basiert auf virtuellem Wasser. Der ist von den Naturfreunden, also von unserem Gesamtverband, vom Erwachsenenverband. Und der ökologische Rucksack, der basiert auf dem Ressourcenbedarf. Und der ist von uns, der Naturfreunde Jugend. Erstmal zum Klimafußabdruck des WWF. Der zeigt, in welchem Bereich des Urlaubs CO2-Emissionen entstehen und in welchem Umfang. Das betrifft also die An- und Abreise, die Unterkunft, dann die Verpflegung vor Ort und auch die Aktivitäten
vor Ort. Und so kann man eben schon, bevor man in den Urlaub fährt oder fliegt, rausfinden, was man da voraussichtlich so verbrauchen wird und wie die Klimabilanz eben beeinflusst wird. Und dieser 2 Wochen Malle-Urlaub hier, der zeigt das schon ganz deutlich, über 1000 Kilogramm pro Person werden da freigesetzt an Emissionen. Das meiste davon eben hier in Rot für die An- und Abreise mit dem Flugzeug. Und wenn man dann einen Schritt weiter geht und verschiedene Reisen vergleicht, dann sieht man, dass vor allem eben immer das Rote, die Entfernung und eben die An- und Abreise, meistens mit dem Flugzeug, hier die Bilanz bestimmt. Insbesondere Fernreisen fallen dann ganz schwer ins Gewicht. Das ist eben dieser dritte Balken, die 2 Wochen All-Inclusive-Reise nach Mexiko. Und das Umweltbundesamt geht davon aus, dass wir eben in Deutschland unseren Klimafußabdruck von zurzeit 12 Tonnen auf unter 1 Tonne pro Person pro Jahr reduzieren müssen. Das wäre dann diese blaue Linie hier. Also alles links davon wäre theoretisch so ein bisschen in Ordnung, aber wir müssen denken, pro Jahr für alles. Also Balkonien hier fällt fast gar nicht ins Gewicht. Ja. Jetzt ein Switch auf den nächsten, aufs nächste Messinstrument, das virtuelle Wasser. Wenn ihr mal so kurz in euch geht und überlegt, wie viel Wasser verbrauche ich denn pro Tag, ist schwer zu schätzen, kann man sich mal überlegen und eine Zahl festhalten. Und dann wäre das in Wirklichkeit für das direkte Wasser 121 Liter pro Person pro Tag in Deutschland. Zum Beispiel für Essen und Trinken wären es dann um die 4,4 Liter, für die Toilettenspülung 30 Liter und so weiter. Genauer seht ihr das hier auf der Grafik. Das ist aber nur das direkte Wasser. Das indirekte Wasser, das ist viel mehr. Das sind 4000 Liter pro Person pro Tag. Und das ist eben nicht nur das, was aus dem Hahn kommt, sondern das ist das, was in den ganzen Produkten auch drinsteht, die wir konsumieren. Das sind eben die Wasserkosten, die auch bei der Produktion zum Beispiel und beim Transport anfallen. Und wenn wir das dann uns genauer hier angucken, sehen wir, dass zum Beispiel tierische Produkte da von dieser Bilanz ungefähr die Hälfte ausmachen. Da kann man also noch mal drüber nachdenken. Ja, somit ist der Wasserfußabdruck eben die Summe aus dem direkten und indirekten Wasserverbrauch. Und weil Wasser ja mitunter unser wichtigstes Lebensmittel ist, hat man vielleicht schon mal gehört, und in vielen Ländern eben sehr knapp ist und sogar Krisen und Kriege auslösen kann, ist das was, was auch für uns in Deutschland ein ganz wichtiger Denkansatz ist. Also auch wenn das bei uns nicht besonders knapp ist, importieren wir eben dieses virtuelle Wasser aus anderen Ländern und verschärfen dort die Konflikte. Somit hat das Reisen hier also, oder somit hat dieser internationale Aspekt hier auch schon wieder was mit uns zu tun. Wir müssen also auch darüber nachdenken, unseren Wasserfußabdruck zu verringern. Zum Beispiel durch den Konsum von Nahrung, die regional, saisonal, bio, auf Pflanzenbasis ist. Das wären Denkansätze. Ja, jetzt das dritte Instrument, der ökologische Rucksack. Könnt ihr euch mal überlegen, möchte ich so verreisen? Wahrscheinlich eher nicht. Wir alle möchten ja eher weniger Gepäck im Urlaub mit uns rumschleppen und deswegen hat die Naturfreunde-Jugend den ökologischen Rucksack als Messinstrument oder Gradmesser für Nachhaltigkeit von Jugendreisen sich überlegt. Das haben wir zusammen mit dem Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie getan. Und der ökologische Rucksack an sich drückt eben das Gewicht aller natürlichen Rohstoffe aus, die für den Konsum anfallen. Da seht ihr auch eine richtig schöne Internetadresse, wo man das berechnen kann. Und eben der Rucksack der Naturfreunde-Jugend, der bezieht das Ganze dann auf den Bereich Reisen. In jedem Fall, bei beiden Messinstrumenten ist das so, dass das eben der gesamte Kreislauf ist. Also alle Produkte von der Herstellung über die Nutzung bis zur Entsorgung. Hier ist natürlich auch unsere Adresse für die Berechnung von dem Rucksack für die Reisen. So, und vielleicht das noch. Dass bei der Reise natürlich auch wieder, so wie vorhin, An- und Abreise eine Rolle spielen, das Baumaterial für die Infrastruktur, die Ressourcen für die Lebensmittel und auch die Materialien vor Ort. Und hier sind auch wieder 2 Beispielrucksäcke gegenübergestellt, also der ökologische Rucksack für die klassische Naturfreunde-Jugendfreizeit, also die Kanutour und Zelten in Meck-Pomm mit 160 Kilogramm, ist jetzt auch schwer zu tragen, aber für einen ökologischen Rucksack geht das noch. Und dann der Partyurlaub am Mittelmeer mit über einer Tonne, mit über 1000 Kilo Ressourcenverbrauch.
das ist dann schon wieder ein bisschen schwerer, erinnert an Malle von vorhin. So, jetzt wissen wir also, Nachhaltigkeit ist schon auch irgendwie messbar. Jetzt könnte ich euch bestimmt noch ganz viel mehr erzählen, was das mit euch zu tun hat und was ihr bei der Wahl der Unterkünfte, Aktivitäten vor Ort und so weiter machen könntet, also wie Mobilität und die Sozialstandards und das alles auch noch von euch abhängt. Aber ich denke, im Endeffekt wisst ihr das genauso gut. Es hängt davon ab, wie ihr bereit seid, euer Verhalten zu ändern. Und auch hier bei JugendHackt ist das ja so, dass es nicht darauf ankommt, was ich machen würde und was meine Antworten sind, sondern es geht darum, dass ich maximal helfen kann, dass ihr weiter Fragen stellt und dass ihr dann weiter Lösungswege für euch entwickelt und auf coole Ideen kommt. Und genau darum geht's. Wenn ihr Lust habt, das zu tun, dann treffen wir uns hier bestimmt nochmal. Ich bin bestimmt auch nochmal ansprechbar. Und ansonsten sind wir ja auch im Internet erreichbar. Na, hier. Entweder per Mail oder dann eben auch auf unserer Homepage gibt es ja auch die ein oder andere Info und Veranstaltungen. Vielen Dank.